Da sind wir wieder in Dead Space und kalt wird's. Wir müssen in den Kälteturm, um da. Dead Space, Dead Space, Dead Space. Wenn das mal kein Arena-Kampf wird hier, ne? Danke für die zahlreichen Tipps übrigens und in den Kommentaren an die, aus denen ich wahrscheinlich nichts lernen werde, aber ihr habt es wenigstens versucht. Und was lernen wir Kinder aus solchen Situationen? Gar nicht erst versuchen. Schwerelosigkeit aktiviert. Ach so, schwerelos, sag mal. Das ist jetzt schon dramatisch vom Sound. Hier kann ich irgendwas pullen? Aha. Lass dich nicht hängen. Pull dich ab. Wohin ist der geflogen? Da sind zwei. Die lustigen Springbabys. Au. Au. So, einen haben wir schon mal. Wo ist der aber andere? Dafür, dass das hier so ein großer Raum ist, da nur so zwei so eine Babys sind ja ein bisschen... Ja, aber nerven tun sie trotzdem. Da kennst du dich ja aus. Ja, da kann der Raum noch so groß sein. Oh, das sind sogar so Spitzen an der Seite. Ist ja fies. Wer macht denn sowas und warum vor allem? Du kannst die Sachen, du musst nicht mal hinfliegen. Du kannst sie auch anziehen. Mit deiner anziehenden Persönlichkeit. Anziehen. Oh, da sollte ich vielleicht lieber nicht drauf landen. Nee, das wäre, glaube ich, schwierig. Ob da muss bestimmt irgendwann dann wieder zurück und dann ist da Strom und so. Und dann muss man da extra aufpassen. Ja. Ich glaube, in der Schwerelosigkeit kannst du nicht zuschlagen. Da kannst du ihn nur zuschießen. Zuschießen. Verdammt, ey, ich habe... Na? Was hast du? Ich habe beim Essen eine Folge... hinter dir, glaube ich, war was. Da steht ein Baby. Das sind Babys. Da sind schon, da sind noch mehr. Das sind mehr, ja. Irgendwo kam noch was. Und dann hast du beim Essen, wurdest du von Giftstachelbabys attackiert. Ja, Giftstachelbabys attackiert, wie das immer. Ist, das nervt beim Essen auch immer enorm. Allgemein, vor allem Naturkatastrophen beim Essen einfach echt nerven. Das ist alles ungünstig. Ich habe beim Essen eine Folge Parks and Recreation geschaut und da lief gerade wieder dieses Little Sebastian Lied und jetzt habe ich den Song die ganze Zeit im Ohr. Ich kenne das nicht. Ah, furchtbar. So ein kleines Pony, was gestorben ist, dann singen sie ihm so ein Abschiedslied und das taucht aber mehrmals in der Serie auf. Und das ist irgendwie, da sagt die Freundin von Chris Pratt, er soll halt sowas machen wie hier Goodbye. English Rose, wie heißt sie? English Rose. Elton John. Und also die Freundin in der Serie sagt halt zu ihm, er soll halt dann ein Lied sich ausdenken, was so ist wie das Rose hier von, wie heißt denn das? Von Elton John. Wie hieß denn Candle das? In the Wind. Candle in the Wind, genau. Und dann sagt sie immer so, es muss so gut sein wie 5000 Candles in the Wind. Und dann ist halt der Text tatsächlich irgendwas in Richtung Your 5000 Candles in the Wind. So blöd. Aber es hat trotzdem einen catchy Rhyme. Es geht irgendwie so Bye, 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 little Sebastian. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz cool. Was mir jetzt gerade auffällt, ich muss hier irgendwie gar nicht rein. Ich kann das vielleicht sein? Nur so ein Zusatz. Ja, wenn ich auf die Karte gucke, schau mal, das ist eigentlich nur so ein Raum, ohne noch einen weiteren Ausgang. Aber es kann doch jetzt nicht Sinn der Sache sein, dass ich hier drei Babys töte und dann wieder gehe. Sei doch froh. Wir sind aber inzwischen in einem Alter, wo man einfach froh ist, dass das... Ach, hier kann ich durch. Dass es auch mal problemlos geht. Siehst du? Und schon gibt's wieder Probleme. Ja, allerdings. Denk dran, das ist ja so ein großes Vieh, da könntest du deine Dings drauf machen, deine Stase. Ja, wenn ich eine Stase hätte. Drauf. Oder ist auf jeden Fall auf jeden Fall auch so ein Keucher. Ja. Toxische Gefahr beseitigt. Warte mal.
So, ich glaube, der hat's nämlich und wie mache ich den jetzt kaputt? Enzym initiieren und dann ist auch die Luft wieder besser hier. Stimmt, wir sind ja gerade dabei, diese ganzen, diese, was sind das, 10 oder 12 davon irgendwie zu finden? Das ist hier, wäre sogar so ein Sprengding gewesen. Wahnsinn. Hätte man mal sehen müssen, naja. Ah, dann war ja, das. Ja, gut, aber das kannst du ja so schlechter Sicht nicht sehen. Ja, das stimmt. Hier wäre auch eine Stase gewesen, also wieder mal alles falsch gemacht. Kannst dich jetzt schon auf die Kommentare freuen. Schwerelosigkeit aktiviert. Dann fahre ich jetzt einfach wieder mal zurück. Fahr einfach nach Hause. Lass doch mal zu Hause vorbeischauen. Ui. Schwerelosigkeit deaktiviert. Hatte ich den jetzt komplett erwischt, ja. Und dabei hat er nichts. Egal. Nur den einen hast du, also da hast du deine Enzyme reingesteckt. Ne, ich meine ja von den, jetzt habe ich den dritten Keucher schon zerlegt, glaube ich. Weil eigentlich sollte ich Keucher 2 suchen und ich habe aber schon... Also der war jetzt noch gar nicht auf der Map. Ich glaube Keucher 2, der ist hier hinten irgendwo. Oh, was kommt jetzt? So einer wieder. Wow, noch einer. Nein. Verdammt. Wenn sie hinter einem spawnen, das mache ich ja gar nicht. Obwohl er sich durchaus lautstark angekündigt hat, könnte man behaupten. Wenn wir den noch schnell killen, ha? Ich glaube, der hat sich schon selbst gekillt. Mhm. Ja. Na gut. Hydroponisches Labor, das ist das hier. Sieht ein bisschen so aus. Hydroponics Deck. Dein Anzug glänzt auch wieder so schön. Das kommt von der Kälte. Das hält aber lange. Erst wird es kalt und dann wird man nass. Bisschen wie im Winter. Oder wenn man in eine Lawine gerät. Stichwort Naturkatastrophen, die beim Essen stören. Da lag noch was hinten auf dem Gas. Auch noch. Mhm. Ah. Dass du das so gut siehst immer. Na, ich guck doch zu. Ja, ich nicht. Schon nebenbei Serie. Packst du eine Creation. Ah, da ist ja noch einer. Toxische Gefahr registriert. Die haben aber auch eine schwere Last zu tragen, ne? Also ja, ich würde ja schon auch mal zum Hautarzt gehen, wenn ich die wäre. Das ist halt, glaube ich, auch nicht gesund. Naja, die haben halt wie so ein durchschnittliches Schulkind so einen Rucksack. Amigo und oder hier sind deine 14 Scout. Bücher, die du mitschleppern musst, bitte. Ah, cool. Textlog, Bericht aus dem Chemielabor von Dr. E. Cross, an Dr. E. Cross, von Professor H. Jägerwald. Betreff organisches Wachstum. Elizabeth, wie gewünscht habe ich die neuesten Testergebnisse für das organische Wachstum, das wir auf dem Schiff beobachtet haben, beigefügt. Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber wir müssen eine gemeinsame Studie mit Dr. Howell durchführen. Diese Substanz ist absolut faszinierend. Angesichts der Vorliebe für totes Gewebe dachte ich zuerst, es handelt sich um eine Art Pilz, aber die Zellen ähneln am ehesten Bakterien mit viralen Eigenschaften. Dieser Organismus infiziert andere Zellen durch Osmose, mutiert dann und vermehrt sich durch Agamogenese. Die Geschwindigkeit, mit der es wächst, ist unglaublich. Eines dieser Bakterien vermehrt sich in nur einer Minute um das 20-fache. Deshalb konnten wir, glaube ich, auch keinen konkreten Entstehungsort ausfindig machen. Es schien einfach gleichzeitig an mehreren Stellen des Schiffes aufzutreten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich will meinen Ruf nicht aufs Spiel setzen, aber ich glaube, es könnte eine echte außerirdische Lebensform sein. Professor Hawley vermutet, dass es sich um einen Lebensraumtransformator handelt. Die Gasentladung ist enorm, deshalb riecht es auch so übel. Aber welchem Zweck es dient, wissen wir einfach nicht. Welche Organismen können in Symbiose mit ihm existieren? Gibt es die da draußen? Könnten sie sogar empfindungsfähig sein? Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Heinrich. Professor Heinrich Jägerwald, der klingt aber auch aus einer anderen Franchise irgendwie. Wann kommt da eigentlich mal wieder was? Tja. Die machen ja jetzt erstmal Indiana Jones. Ja, sollen sie doch das jetzt erstmal machen. Und nicht gar nicht von sich hören lassen. Da steckst du nicht drin. Ich habe das Zweier ja noch nie gespielt.
Naja, also dann sich aber hier schon beschweren. Ja. Vielleicht motiviert mich die Ankündigung von Wolfenstein 3 dazu, es 2 mal zu spielen. Aber ich habe auch gehört, das 2 ist nicht mehr ganz so stark wie das erste. Habe ich gehört. Das ist aber immer noch okay. Okay, ist gut genug für mich. So, sollen wir das Ding schon mal sprengen hier? Oder erst, wenn wir merken, dass es wirklich gefährlich ist hier? Aber ich glaube, ich muss das sprengen. Isaac, wo bist du? Hilf mir. Oh, hast gesehen, sie war auch auf den anderen Monitoren. Ja, ja. Die Nikki. Was hat er nochmal gesungen? Wenn ich mit dir tanze oder ich bin ein bayerisches Cowgirl. Ah, die sind scheiße, die Viecher. Die mag ich ja gar nicht. Achso, das sind diese Infizierviecher, ne? Haust du ab? Ja. So. Muss ich die eigentlich auch töten? Nee. Kann ich, aber muss ich nicht, oder? Schon ein bisschen wie die Eingesponnenen bei Alien. Man will ihnen ja helfen. Achso, jetzt geht's hier weiter. Ach genau, das ist das hier. Ich muss ja sagen, ich liebe es in so Bosskämpfen und dann grundsätzlich so in Spielen so auf so leuchtende Elemente zu schießen. Ich mag das total. Ich habe mir die Notizen von Cross angesehen. Oh Gott. Oh mein Gott. Kendra? Das ist er. 2 Türen hinter dir. Kieran. Moment. Er ist weg. Er hat gewunken und... sorry, Isaac. Mach weiter. Nur eine Kamerastörung. Ich dachte, ich hätte meinen kleinen Bruder gesehen. Verrückt, oder? Das ist nicht möglich. Kann man diesem Spiel etwa nicht allem trauen, was man auf den Monitoren sieht? Doch, ich glaube schon. Ich denke auch. Was man auf Bildern sieht, ist sowieso immer echt. Weil wie soll man die denn... Bilder lügen nicht, sagt man ja auch. Ja. Nee, Dänen lügen nicht, oder? Dänen lügen nicht. Ah, ich habe so einen Rick gefunden. Cool. Rickroll. Ricky Chavez. So. Wo leuchtet noch was? Auch wieder Aufzug dran. Ich überhaupt kein Fan bin von, sind so, so mehrstufige Aufzüge in Spielen. Nee. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mag das nicht so dieses, ich habe 4 Etagen, die ich ab... Ich finde, das fühlt sich immer wie Abarbeiten an. Ja. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Also so ein Fahrstuhl, der von einer zur anderen Ebene fährt, ist völlig okay. Aber wenn ich dann schon weiß, da sind jetzt 4 Etagen, das ist irgendwie so, da weiß ich dann schon so, ja, die werden alle so ein ähnliches Layout haben, einen ähnlichen Ablauf, halt ein bisschen angepasst, aber im Grunde genommen nur, um Zeit zu schinden. Ich bin kein Fan von. Ich kann mich noch erinnern, das Aufzuglevel in einem der... bei Dark Forces gab es so ein berühmtes Aufzuglevel. Da muss man so Brücken dann mit dem Aufzug irgendwo hinsteuern. Ja, das war ganz schön geil. Ja. Das weiß ich noch. Das fiel mir schon als Steppke, als cooles Leveldesign auf. Hier muss ich irgendwie gar nicht hin. Soll ich hier trotzdem mal hin? Oder ja, vielleicht sind hier noch soll welche ich erst von mal den... stur die... Ah, das sieht aber aus, als wäre da hinten dann bestimmt auch einer, wenn hier schon so eine Sackgasse ist. Dann machen wir doch jetzt erstmal hier. Wir müssen ja eh zu all denen gehen. Ja, ja. Wo hat er eigentlich seine ganzen Spritzen? Also, hängen die am Gürtel oder was ist hier los?
Keine Ahnung, es geht dich doch nichts an. Was ist denn hier unten los vor allem? Was ist das, irgendwie ein Display oder so? Der schon. Ach nee. Au. Da ist wieder einer drin. Das ist so eine Art Monster-Pausenraum. Ja. Wo die einfach so zwischendurch so abhängen. Es riecht bestimmt auch irgendwie scheiße, wie wenn jetzt hier diese ganze Blutschleimmasse da an dem Anzug klebt und man wäscht sie nicht regelmäßig. Irgendwann muss man das doch. Das wäre eine Reparaturmission und nicht. Was du für Ideen kommst. Dass ich meinen toten Bruder sehen würde. All diese Toten. Stell dir vor, was der Marker in den falschen Händen anrichten könnte. Geht es jetzt wieder um die CEC? Ich denke nur nach. Wenn irgendein Firmenarschloch versucht, den Marker zu klauen, könnten wir beide etwas dagegen tun. Dieses Wenn erscheint mir etwas gewagt. Komm schon. Wo ist Hammond? Was macht er? Weiß nicht. Wenn ich mich nicht konzentriere, geht uns die Luft aus, bevor es eine Rolle spielt. Der ist wie Batman. Der sorgt durch reine Konzentration fürs Überleben. Batman zum Beispiel, wenn schwer vergiftet und schwer verletzt ist, dann muss er sich nur zusammenreißen. Dann geht's wieder. Ja, das war bei Batman auch immer, bei Superman auch immer super. So dieses, wie löse ich das Problem? Ich strenge mich ein bisschen mehr an und habe dann plötzlich noch mehr Kraft. Okay. Was für ein spannendes Writing. Ja, aber das hat mittlere Manager über Jahrzehnte inspiriert. Wenn deine Mitarbeiter komplett kaputt sind, was machst du? Du verlangst von ihnen, dass sie sich mehr anstrengen. Da geht's nämlich wieder. Dann können sie nämlich auf jeden Fall. Wo ist er denn? Da. Wo? Ah, Mann. Wo? Oh. Ah, hier ist was. Wo muss ich denn hier nur wieder hin? Landen. Munition wird ein bisschen knapp von meinem Plasma-Ding, weil ich auch immer alles abschieße. Das. Aber das ist doch schon die ganze Zeit das Problem, dass die Munition knapp wird. Ja, aber jetzt, wo das Spiel ein bisschen einfacher ist als vorher, muss ich das wohl stasen oder kaputt machen? Stasen. Stasi. Und jetzt? Bitte wohin? Immer die Verniedlichungsform benutzen. Und jetzt wohin? Als ob ich jetzt noch durchsehen würde. Ah, hier geht's durch. Au! Au, das war natürlich sehr dumm. Ja, aber wer hat mich denn jetzt gegrillt? Das ist ekelhaft. Das Gute ist, dass es auf dem Raumschiff relativ dunkel die ganze Zeit immer ist, dass man die Blutflecken nicht so doll sieht. Ich glaube fast, ich sollte erst den anderen Dude machen, weil dann kann ich mir hier zumindest anzeigen lassen, wo der eine ist, den ich hier drin noch suche, weil der Raum ist schon echt sehr unübersichtlich. Ich mache erst den anderen. Noch ein bisschen komisch, dass er mich dann im Aufzug erst woanders hinschickt. Das war ja bei dem vorigen Schwerelosraum auch so. Ja? Ah, er wird schon wissen, was er macht. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde. Ach so, einer. Naja. Hinten ran. Ja, ich kann mal wieder nicht laufen. Wie alt bist du? 43? Ach, kann ich laufen. Jetzt schon. Okay. Da ist mit hinten ran jetzt natürlich aber auch scheiße. Jetzt habe ich den einen Stasi-Ding verbraucht. Hier gibt es aber auch eine Batterie. Jetzt versuche ich ihn mal hier zu bremsen.
Oh. Yeah. Ekelhaft. Nimm es, nimm. Achso, oder so, ja. Also richtig so eine Blase dann, okay. Ja, ja. Ah. Hat ja lang gehalten, die Stase, nämlich genau einen Treffer lang. So ein Scheiß. Ja, manchmal hältst du 40 Jahre lang. Ja. Klebt er natürlich hier auch noch am Boden fest. Also das ist wirklich ein Gegnertyp, den mag ich gar nicht. Aber ich mag ja Brutes in keinem Spiel. Ne, mit künstlicher Verlangsamung. Kein Stase-Paket, was ich aufsammeln könnte. Vielleicht hier mal so, vielleicht. Nochmal. Sehr gut. Ja, wunderbar. Nee, ach da, scheiße. Doch. Jetzt ist wunderbar. Doch, jetzt, jetzt ist ein Dings da. Quarantäne aufgehoben. Ah ja. Halt auch ein schweres Päckchen zu tragen. Ja, ja. So, wie viele von diesen... Ah, das ist jetzt schon wieder ein unschönes Geräusch. Ah, ja. Achso, ne, Quatsch. Totale Verschwendung hier. Ja, stimmt. Oh, das mit dem Laser sieht ja auch ganz cool aus. Nützt mir nur hier halt nicht viel, aber ja. Ja, so eine Batterie noch gewesen, was hätte die wohl gebracht? Wahrscheinlich wäre es jetzt wieder eine ganz einfache Falle gewesen, die ich hätte legen können. Ah ja, so ein Aufspießding jetzt auch gegeben. Da muss die Batterie rein. Also echt krass, wie viel dunkler das Spiel ist im Vergleich zum Original. Also, das ist wirklich eine andere Welt. Sicherheitskarte erforderlich. Ah. Jetzt habe ich auch noch, wenn ich mit dir tanze, zum Ohr. Verdammt. Nee, mit dir tanzt. Ich weiß nur leider nicht, wie es weitergeht. Dann vergieße ich die Zeit. Ja, mei, die 80er. Das war noch große Hits. So, hier im Nebenraum ist auch noch so einer. In dem kleinen Raum waren wir ja schon. Und dann ist der in dem Ekel-Fliegeraum wahrscheinlich der letzte. Toxische Gefahr registriert. Ah, da ist die Schlüsselkarte. Sehr gut. Eine Bank. Jetzt muss ich hier irgendwo die den Glühklumpen erwischen. Da komme ich aber nicht durch, oder? Nee. Wenn du einmal durchschießt oder so, dass sich das dann auflöst? Ja, aber ich habe kein freies Schussfeld auf das glühende Dings. Und hier durch das Glas durch, das geht nicht. Achso, ja, nee. Da muss man wahrscheinlich von der anderen Seite ran. Hier wäre auch eine Stase-Aufladung, aber hier ist nichts, was ich mit Stase irgendwie beeinträchtigen könnte, oder? Jetzt gehen wir kurz an die Bank. Zählt die Uhr mit eigentlich in der Bank? Wäre nur logisch, oder? Wegen Ersticken. Ja. So, die Anker drin erstickt, als ich mit ihr mal Grounded gespielt habe und ich einen Dialog geführt habe mit diesem Roboter und sie dann im Stand und nichts machen konnte. Und dann aber einfach erstickt ist. Weil die Pause nur für mich galt, als der Sprechende quasi von dem achten Gerät und sie für sie nicht. Ja, tatsächlich mitgezählt. Toxische Gefahr beseitigt. Ach, hier ist der Ausgang, aber hier. Achso, da muss man vielleicht. Nee, muss man nicht.
Komm von der Seite. Vielleicht muss er erstmal aufräumen. Ein bisschen hier. Also, das kannst du so nicht liegen lassen hier. Ach nee, hier hinten kann ich die Karte erstmal einsetzen und dann passiert wahrscheinlich irgendwas. Und was da hinten dann passiert, das zeigen wir euch in der nächsten Folge. Tschüss. Alles klar, bis dann. Tschüss.